herzlich willkommen hier zu The Sims 3 und unserem Into the Future mit dem Windsurfboard. Ist das nicht was Tolles? Ich finde das etwas ganz, ganz Tolles und ich bin zurück und das ist doch viel toller, wie ich finde, weil ich habe es schon nicht mehr ausgehalten. Oh, es nervt mich so. Warum bin ich nur immer krank und kann ich hier irgendwo in Isla Paradiso so von links nach rechts surfen und von links nach rechts? Das würde mich total freuen, aber nein, das gönnt mir keiner. Wir können hier nur unserem guten Preston bei zusehen, wie er hier versucht, irgendwie, naja, die Kurve zu kriegen. Ach Mensch, mein lieber Preston, ich wünschte, ich hätte hier die Freiheit, wie du, im Wind zu surfen und mir das einfach mal so gefallen zu lassen. Sieht aber auch toll aus, oder? Ich finde, es sieht voll toll aus. Ah, nee. Ja, der Preston, der hat die Möglichkeit. Ich leider nicht. So, aber darauf kommt es jetzt hier auch überhaupt nicht an. So, was denn hier? Level 4 erreicht. Okay, das ist ja alles sehr schön. Ja, wir sind endlich mal Windsurfen, beziehungsweise sind jetzt einfach mal irgendwo im Nirgendwo ins Wasser gestürzt. Das ist ein total super Plan gewesen, Preston. Okay, sie ist hier wieder halb abgefackelt. Ach Mensch, Preston, mit dir... Ach, keine Ahnung, da werden wir auch nicht mehr groß. Was können wir denn hier machen? Können wir irgendwas machen? Ich kann nichts machen, oder? Na, Stein springen lassen, du bist ja lustig. Hier, kannst du eine Runde schnorcheln. Schnorchel mal eine Runde, Preston. Das ist ein total guter Plan. Genau, zieh dich dafür um. Hey, das Gemälde ist fertig von Terra. Umziehen! Zieh dich um! Okay, wir lassen Preston 2 Minuten der Gedenkzeit, was er denn gedenkt zu tun. Ah, er zieht sich um. Yay, Preston, go! Preston, go! Ja, ich liebe ja Preston, ne? Der ist schon schnucklig, ne? Kann man nicht anders sagen. Tschüss, Preston. So, aber kehren wir doch mal zu den anderen zurück, weil er kann ja hier noch eine Weile schnorcheln. Zauberprofi. Ich weiß ja nicht, Melinda. Ach ja, Leute, krank sein ist so, so doof. Es ist total doof. Es ist mega doof. Doofer geht's nicht. Vor allem, wenn man jede zweite Woche krank ist und nicht regulär Parts bringen kann und dich aufnehmen kann und dich das machen kann, was man Spaß macht und so. Wenn man sich nicht mit Freunden treffen kann, wenn man gar nichts machen kann, wenn man nur im Bett liegt und einfach mal die Schnauze voll hat. Das ist so, so doof. Wirklich, ich finde es so ätzend. Ja, aber ich bin wieder gesund. Und toi, 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 hier klopf auf irgendeinen Holztisch. Ich hoffe, ich bleibe lange, lange gesund. Ne? Ich hoffe, ihr hofft das auch, aber euren ganzen gute Besserungswünschen nach hofft ihr das auch. Ich danke euch ganz lieb dafür. Ihr seid so, so süß. Und wir haben die 1900 Abonnenten. Die haben wir. Und wir haben die 500.000 Klicks. Also ich bin ja sowas von begeistert. Ich bin... so fröhlich und happy und ach, ich weiß gar nicht, was ich dazu alles sagen soll. Es ist so toll. Wahnsinn. Ja, okay, ich muss so viel erzählen. Es ist so viel passiert. Gott, ich hasse das, wenn ich keine Videos bringen kann. Dann muss ich euch immer so viel erzählen. Okay, was habe ich für Punkte? Ich habe hier nirgendwo was zu stehen. Die habe ich alle irgendwie in meinem Kopf. Und muss gucken, ob ich die jetzt alle zusammenkriege. Ach Mensch, mein kleiner Flo. Wie geht's dir, Flo? Du willst kauen? Dann kau mal, Flo. Gott, mich nervt diese Ladestation, die ist so elends laut. Ich will mit euch irgendwie die Zukunft reisen, weil wenn wir in die Zukunft reisen, ich finde Zukunft reisen cool. Und was ich auch cool fände, wäre, wenn wir in eine andere Nachbarschaft ziehen könnten, wie zum Beispiel Roaring Heights. Yay! Ja, ich habe sie mir gedownloadet nach ganz viel Problemen mit diesem ganzen Bündelquark da. Hab aber nur die Normalversion. Die Promenade werde ich mir nicht kaufen, weil ich das für unsinnig halte. Erstens finde ich 1900 Simpoints relativ teuer, obwohl das für den Inhalt eigentlich geht, wie ich finde, mit den Achterbahnen. Aber ich finde die jetzt nicht so spannend. Also ich habe sie mir angesehen und ich fand die jetzt nicht so dolle. Und von daher habe ich beschlossen, dass es die Promenade für mich nicht geben wird. Das ist mir zu kostenintensiv. Dafür habe ich mir das Herrenhaus zum üblen Schnitter geholt. Weil ich habe mir überlegt, wenn wir das hätten, da... Also erst wollte ich es mir nicht holen, weil ich mir dachte, hey, das kostet zu viel und so. Und nur dafür mit dem Tod sprechen zu können, ist vielleicht jetzt nicht ganz so... Hey, die Musik ist toll. Das Wahre. Hey, woo, 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 woo. Und deswegen dachte ich mir einfach, holen wir uns das, weil die Beil... Was machen wir jetzt erstmal mit Terra, wartet, bevor ich hier den Satz zu Ende bringe? Ich krieg auch nicht zusammen, ne? Also vielleicht könnt ihr euch in der Zwischenzeit denken, was ich erzählen wollte. Ach ja, genau, ich sollte euch ja die Merkmale zeigen. So, da hat sich nichts geändert. Bei Terra... hat sich nichts geändert. Bei Pia hat sich, glaube ich, auch nichts geändert. Ist, irgendwas heißt, keine Ahnung, Tierfreundin? Nee, das war vorher schon. Ja, jedenfalls sind das ihre Merkmale. Preston ist das, hat sich auch nicht großartig was geändert. Und Melinda ist eine Schnorrerin geworden. Ja, ne? Mein Gott. Passt. So, habe ich euch die auch noch gezeigt?
So, jetzt muss ich hier erstmal was einstellen, bevor ich gleich mit dem anderen Quark weiterlaber. So, du musst Fernsehen, Liebes. Du bist hier ein bisschen gestresst. Geh Fernsehen gucken. So, Sarah hatte ein Nickerchen. Sarah, was kannst du machen? Kannst du ein bisschen Schreiben üben? Wenn du schon mal gerade hier rumstehst, kannst du auch mal Schreiben üben. Das brauchst du hier. Schreib mal weiter, bis du da irgendwann mal fertig bist. Tara, du wirst was Neues malen. Ob du willst oder nicht, ist mir scheißegal. Wir brauchen Geld. Also eigentlich brauchen wir es nicht, aber eine Beförderung für dich wäre schon nicht schlecht. Achso, es ist kalt, es ist Frühling. Okay, dann komm mal lieber raus aus dem Wasserpressen. Oh Gott. Ja, geh mal irgendwo Hausaufgaben machen. Mal gucken, wo du dich da hingesinnst. So, und meine liebe Melinda, was machen wir mit dir? Du kannst dir mal duschen gehen, um dein angesenktes Ich zu... ja, wir müssen erstmal dein angesenktes Ich verbannen. So, ja, jetzt kommen wir zum, warum habe ich was gekauft? Ja, weil ich will mit dem Tod versuchen, die gute Lara vom Zoom-Haushalt wieder zu beleben. Das wäre doch was, oder? Wenn das funktionieren würde, das wäre echt cool. Und wenn ich Lara dafür umbringen muss vorher. Kann man einen Geist eigentlich töten? Das sollten wir mal herausfinden. Ja, dachte ich, wäre eine ganz coole Idee, dann sparen wir uns den ganzen Ambrosia-Quark und auch dieses komische Elixier oder was auch immer, was es da gibt. Und ja, finde ich gut. Müssen wir ausprobieren. Habe ich mir gekauft dafür. Fand ich irgendwie sinnvoller. Ja, was gibt es noch? Ja, genau. Etwas, was mich ein bisschen geärgert hat, genauso wie Flo mich gerade ärgert. Flo, du böser, böser, böser Hund. Warum machst du das kaputt? Das senkt den Wert. Das kannst du nicht machen. Nein, nein, aus hier. Geh aus dem Napf fressen. Da hast du Beschäftigung. Und zerstörerisch musst du nicht sein. Du bist doch ein braver Hund. Mensch, Hundchen. So, ja, was mich geärgert hat, ich schreibe überall hin, ich bin krank, Leute. Mir geht's mal wieder nicht gut und ich habe die Schnauze voll, krank zu sein. Und ungefähr die Hälfte von euch kriegen es mit, weil die aufmerksam den Feed lesen oder mich auf Facebook verfolgen, auf Ask.fm, Sims 3 oder sonst wo irgendwo lesen, dass es mir nicht gut geht. Und dann gibt es die Leute, die es entweder nicht interessiert, wie es mir geht, was jetzt nicht unbedingt das Problem ist. Ich meine, ich interessiere mich auch nicht für jeder Leute, wie es denen gerade geht. Aber mich nervt es dann, wenn mich jemand wirklich persönlich anschreibt oder 10.000 Mal in den Kommentaren die Frage stellt, warum kommen keine Videos? Es müssten doch schon längst Videos da sein. Warum sind die immer noch nicht da? Und dann kriege ich einen Hals, weil ich liege zu Hause und habe mich in diesem Fall mehrfach übergeben, bis ich fast ausgetrocknet bin. Und dann kommen solche Fragen, wo ich mir dann echt an den Kopf fasse und echt sauer werde. Weil ich schreibe schon so halbwegs in meinem dahin bewegenden Zustand da so einen Status rein, so von wegen, Leute, mir ist gerade nicht so gut. Und ja, das Spiel stockt. Na, bei der Nachricht würde ich auch stocken, ganz ehrlich. Und ja, weiß nicht, dann kommt da sowas hier, geh einfach mal nach Hause, so haben wir das geklärt. Ja, das verstehe ich dann einfach nicht, denn dann schreibe ich auch nicht zurück, dann beantworte ich die Kommentare nicht, weil mich das so einfach nervt. Ich meine, man kann den Feed lesen, wenn einem das wirklich interessiert, dann soll man einfach mal nachgucken. Ich meine, ich bringe ja keine Videos, weil ich gerade Urlaub brauche und wenn, würde ich vorher Videos vorproduzieren. Oder würde ich sagen, hey Leute, ich mache Urlaub, alles gut, keine Panik. Einfach so von jetzt auf gleich aufhören würde ich nie und wenn, würde ich euch das sagen, das ist alles gar kein Ding. Aber so, da war ich schon echt, echt wütend. Das hat mich ein bisschen angepisst. Und warum guckst du kein Fernsehen mehr? Ach so, weil du keinen Bock mehr hast. Na, dann geh noch mal was essen, Liebes. Warum sitzt du denn hier nur rum? Das geht so nicht weiter. Geh was futtern. Ja, ihr habt mich auch daran erinnert, ich wollte hier das Ding verschieben. Das habe ich auch total vergessen. Ich wollte das hier vor die Haustür setzen. Okay, es geht nicht vor die Haustür. Ich kann es ja mal versuchen mit Move Object. Okay, das ist jetzt definitiv kein Move Object. Ja, also meine Tastatur hier vom Laptop, also manchmal könnte ich die echt töten. Um es so auszudrücken. Ich will sie dann töten. Ja, so finde ich das ganz cool. Weil die macht immer nicht das, was ich will. Das ärgert mich. Ich möchte, dass sie mal einmal macht, was ich will. Verdammte Axt, ich will, dass sie macht, was ich will. Und das sollte man doch eigentlich von der Tastatur verlangen können, oder? Also ich finde schon. Ja, gut. Was gibt es noch? Preston, erzähl mir, was es gibt. Was hast du da draußen auf dem Meer gesehen? Erzähl es mir. Nein? Okay. Hast du was zu erzählen? Okay. Sarah scheint einfach nur müde zu sein und Sims stockt mal wieder. Ich weiß nicht, ich glaube ehrlich, dass es hier an Inselparadies liegt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es liegt tatsächlich hier dran. Dass es dann so elend stocken muss, weil ich habe die Grafikanforderungen echt schon nicht so hoch. Und, weiß ich nicht. Ich weiß echt nicht, woran das hier liegt. Vielleicht sollten wir auch mit den Zitches umziehen. Vielleicht sollten wir das echt mal tun.
Ach, herrje, so, gut, du gehst jetzt erstmal schlafen. Wo ist denn dein Bett? Hier ist dein Bett. Ich habe irgendwie was Rosanes gesucht, aber du hast ja ein pinkes Bett. So, und Melinda, du kannst mal wieder hier einen Zaubertrank entdecken. Leg mal los. Ach, Mensch, Melly, wir kriegen dich schon noch groß. Wie lange haben wir noch Zeit mit dir? 9 Tage, ne? Das sollten wir doch eigentlich mal hinkriegen, Mensch. So, ja, mit euch war ich aber schon in der Zukunft. Ich will mal mit irgendjemand anderen in die Zukunft. So, Preston, hast du deine Hausaufgaben schon fertig? Ich wette nicht. Dann fang mal hier an, endlich mal. So, Terra malt ja da fleißig weiter. Pia ist gleich fertig hier. Räumst du es denn wenigstens selbstständig weg? Pia, wie sieht's aus? Okay, Pia hat eine Schockstarre nach der Frage. Das, ne? Müssen wir nicht weiter drüber reden? Ist okay. So, was wollte ich denn noch sagen? Ich war angepisst, aber nicht doll, nur halt so ein bisschen verärgert halt. Das mit dem Bild, wir waren Windsurfen. Was haben noch so in meinem Kopf? Genau, das mit Roaring Heights wollte ich erzählen. Jo. Ich glaube, ich habe eigentlich alles so erzählt, was ich erzählen wollte. Glaube ich. Und wenn nicht, ne, schaut einfach die nächsten Folgen der ganzen LPs, weil ich werde jetzt erstmal alles Mögliche loswerden, was mir so auf der Stelle einfällt. Kann sein, dass ihr dann was verpasst, das tut mir leid, aber ich kann nicht immer so einen riesen Text schreiben mit irgendwas. Oh, das geht nicht. Aber das ist okay. Ich freue mich so, ihr seid so, so süß, ey, wirklich. Manchmal schreibt ihr mir Sachen, da denke ich immer, oh, ihr seid so niedlich, ihr seid so toll. Nee, das finde ich immer so, so süß, wisst ihr, wenn ihr mir so kleine Fanbriefe schreibt, weil manchmal, manche von euch geben sich dann so richtig viel Mühe und die machen dann so einen riesen ellenlangen Text und schreiben irgendwas von wegen, ja, du bist die Tollste, die Beste und du bist mein großes Vorbild und, ach, ich komme mir immer die Tränen, ey, dann könnte ich heulen. Schon ist so toll. Ah ja, da freue ich mich immer. Oder wenn ihr mir Bilder schickt, die ihr bearbeitet habt oder die ihr selbst gemalt habt oder so, das finde ich auch total toll. Leider habe ich momentan kein Postfach, wird sich irgendwann ändern, fragt mich nicht wann, irgendwann. Und dann werde ich das Ganze auch mal zum Versenden bereit haben, aber so erst einmal nicht. Ach ja, 2000er Special wird es geben, wenn es denn noch 90 Abonnenten mehr werden. Ich glaube, ich bin gerade bei 1910 oder so. Wird es geben, aber nicht allzu groß. Also das wird eher was für euch werden und auch eher dezent, auch nicht wirklich in Let's Play-Form oder so. Das wird einfach, naja, keine Ahnung. Wird halt was Rundes, glaube ich. Was Nettes, was ich noch nicht hatte. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier noch erzählen soll, weil es stockt jetzt schon seit 2 Minuten. Ach Mann, okay, wir können einfach warten. Wir warten jetzt einfach, bis die Sonne scheint und dann. Ich weiß es nicht. Ist schon ein bisschen langweilig, oder? Also Leute, ich glaube, wir ziehen mit der Familie hier nach Roaring Heights. Ich weiß nicht, ob ich dann ein neues Haus mache oder ob sie das hier wieder kriegen, weil das hier doch hier sehr speziell ist mit dem Strand und so. Das kann man leider nicht überall hinstellen. Mal gucken, ob ich das irgendwie anpassen kann. Weil ich würde das Haus gern behalten. Ja, müssen wir uns das einfallen lassen. So geht's nicht weiter, Leute. Ich sehe den Diamant sich drehen, das heißt, du bist nicht abgestürzt, Spiel, aber es regt mich trotzdem auf, dass du uns hier so hinhältst. Das kann so nicht sein, so haben wir das nicht vereinbart. Ach ja, genau, ich weiß, was ich noch erzählen wollte. Haha, der Weihnachtsmann kommt bei mir ins Haus geschneit und ich freue mich schon so sehr. Ja, und zwar, ich kaufe mir ja, das habe ich auch schon öfters erwähnt jetzt, ein Aufnahmegerät für die PS3, die ich hier in meinem heimischen Schlafzimmer zu stehen habe. Ja, das ist so geil. Ey. Hat man eine PlayStation 3 in eurem Schlafzimmer zu stehen? Das vom Einschlafen. Ihr kommt nicht drum rum. Ja, ich zocke dann momentan immer The Last of Us. Und das wird auch das erste LP mit der PlayStation sein. Ich habe auch eine PS4, so ist nicht. Aber da ist momentan das Aufnehmen für mich noch nicht möglich. Und von daher wird sich alles erstmal auf die PS3 beschränken. Je nachdem, wie die Spiele rauskommen, was mich da interessiert, wird sich das variieren, was für ein Projekt auf welcher Konsole rauskommt. Und ja, es wird ein neues Mikrofon geben. Ich spare jetzt schon ganz, ganz lange drauf hin und warte auf ganz viel Weihnachtsgeld. Ich hoffe, dass es so kommt. Ich habe schon bei meinen Großeltern gebettelt und sonst wo. Ihr wisst ja, ich bin auch nicht die Reichste. Bin ich nicht. Ich bin arm. Nein, ich bin Schülerin. Wo soll es herkommen? Und ja, dann gibt es ein neues Mikrofon. Ich freue mich. Ich freue mich ganz, ganz doll. Und dann haben wir hier eine super, super Soundqualität und ich kann euch endlich mehr Spiele bieten. Weil am PC spiele ich eigentlich nur Sims. Ich bin da so ein regelrechter Grrr, Aufreger, Mausklopfer, mach hier mal irgendwas. Und
ja, das einzige Gute ist, dass jetzt echt die 15 Minuten um sind und ich genau Schluss machen kann und gucken kann, was hier verdammte Scheiße nicht richtig läuft. Und ja, ich würde dann sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Ich habe euch darauf vorbereitet, dass sich hier in nächster Zeit einiges ändern wird. Und insofern ich jetzt nicht krank bin, was ich hoffe, und völlig gesund bleibe und es total toll ist und ich mich über Gesundheit immer freue. Also wenn ihr mir mal irgendwelche Glückwünsche überbringen wollt, wünscht mir Gesundheit. Das kann ich immer gebrauchen. Ich bin so anfällig, dadurch, dass ich in der Kita arbeite, mein Immunsystem sowieso schon im Arsch ist. Ja, es ist... Ja, die Musik verändert sich sogar noch. Ihr wollt mich doch hier verarschen, sag mal. Ich spiele gerade mit meinem Headset rum. Kann sein, dass jetzt gerade ein bisschen Rauschen drin ist. Ich habe dieses Kabel und damit spiele ich gerade rum und haue den Tisch. Okay, ja, ich erzähle zu viel. Das, ja, man merkt, ich habe lange nicht aufgenommen, oder? Ich muss so viel loswerden. Okay, ihr Lieben, ich hab euch ganz doll lieb und knuddel euch von ganzem Herzen und bin so froh, dass ich wieder da bin. Wir sehen uns dann einfach nochmal heute in einer weiteren Folge wieder. Ich weiß noch nicht, ob Herzchen-WG oder Zwillingshaushalt, vielleicht auch beides. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ja, wartet einfach ab, schaut, guckt, ich hab keine Ahnung, je nachdem, wie ich lustig bin. Oder hier Sims mal irgendwann weitergeht. Und ja, dann bis dann. Schönen Tag euch noch und ciao.